Unsere Eiskunstläufer Lara, Robert und Vanessa O'Nolan haben bei den offenen Berliner Meisterschaften, dem großen Berliner Bären, teilgenommen. Ob sie dort erfolgreich übers Eis tanzten, das erfahrt ihr jetzt hier. Offene Berliner Meisterschaft, das heißt Berliner Bär. Und ja, das heißt, dass hier ganz viele Sportler bundesweit herkommen und ja, einen Wettkampf laufen. Das Besondere ist halt, dass das einer der wenigen Wettkämpfe ist, wo man zum Beispiel so einen Bundeskader-Nachweis machen kann. Das bedeutet, dass man, wenn man hier eine bestimmte Punktzahl erreicht, die schon zählt, um dann vielleicht in den Bundeskader aufgenommen zu werden. Und ja, das vielleicht unterscheidet den Wettkampf von ein paar anderen. Das sind halt diese ganzen jungen Hüpfer und ja, die ziehen einen voll ab eigentlich. Naja, das ist so, dass die halt sozusagen noch viel bessere, also die haben ein ganz anderes Drehmoment, die Hüften sind so klein, die drehen wie sonst was. Es ist einfach alles was vor der Pubertät ist oder vor dem, so ein, sag ich mal, so ein Frauenkörper ist einfach unpraktisch beim Eislaufen. Also es ist gut, wenn man ein kleines Streichhölzchen ist. Und das ist natürlich extrem vorteilhaft. Dann ist es auch so, wenn die noch mit ihren ganzen, weiß ich nicht, Gefühlsverirrungen gar nicht so viel zu tun haben vielleicht, im Training einfach und dann nicht irgendwelche Heulausbrüche oder sowas kommen. Das ist ein Vorteil, ja. Das ist ein Vorteil, einfach noch ein bisschen jünger zu sein. War ganz okay. Es hätte auf jeden Fall besser sein können. Also schade, mein Dreifachseich habe ich einfach aufgerissen. Da hatte ich irgendwie einmal ein bisschen zu wenig Schwung vorher und dann habe ich irgendwie auch ein bisschen zu lang vorher gewartet. Ansonsten habe ich mich durchgeboxt und ja, jetzt könnte ich umfallen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich blamiert habe. Ich bin nicht irgendwie auf dem Eis umgekippt in der Mitte vom Programm oder sowas. Und insofern ist es ganz okay. Aber natürlich soll es besser werden. Aber ich gehe jetzt nicht negativ hier raus. Nee, also es hat auch Spaß gemacht und ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ich sozusagen das auch neben der sportlichen Anstrengung auch ein bisschen genießen konnte. Es waren auch ein paar Freunde von mir da. Nicht nur sozusagen welche Eltern und das fand ich schön. Also gestern war das Kurzprogramm. Da gibt es einmal die technischen Punkte und einmal die läuferischen Punkte. Also einmal, welche Sprünge und Pirouette man macht und einmal, wie schön man also über das Eis läuft. Und ob man, also die B-Note, ob man gute Armhaltung hat und schnell läuft, langsam läuft.
ich springe erst seit einer halben Woche wieder, weil ich eine Verletzung hatte, eine Überlastung der Achillessehne. Und stehe auch immer noch unter physiotherapeutischer Behandlung. Die ist auch noch nicht ganz weg, die Verletzung, aber es geht. Ich bin auf dem Eis, habe sehr viele Sprünge aufgerissen und in den Ferien auch teilweise zu viel trainiert und nicht mehr meine Achillessehnenübung gemacht, die mir der Arzt gesagt hat. Und dann ist es halt wiedergekommen. Auf Land tut es noch weh, aber auf dem Eis behindert es mich nicht wirklich. Heute war das Kurzprogramm, die Kühe war heute. Und die wird auch wieder aus der A- und der B-Note zusammengesetzt. Das Kurzprogramm ist kürzer, geht nur 2 Minuten 30 und hat 6 Elemente. Und die Kühe hat 10 Elemente und geht 3 Minuten 30. Ja, also meine Kühe war sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Ich habe einen Sprung auf 2 Füße gemacht, aber das ist nicht so wichtig, den kann ich auch mal nicht so gut. Und sonst habe ich eine neue Bestpunktzahl insgesamt erreicht. Vierter geworden, weil die ersten drei sind doch schon sehr gut und springen auch Sprünge, die ich noch nicht beherrsche. Ja, ich bin sehr zufrieden, auch wenn es nicht für einen Treppchenplatz gereicht hat. Hat man halt so 1 bis 2 Jahre. Also jeder hat halt so Musikvorschläge und dann wird halt das Beste rausgesucht, dann schneidet es jemand und unser Choreograf, also in diesem Fall ist es Paul Boll, der macht halt unsere Choreografie und ja, wir haben halt dann auch so eigene Ideen, bringen es dann auch ein. Also eigentlich macht so jeder bei unserem Programm dann mit, der halt irgendwas damit zu tun hat. Also wir beide versuchen halt Ideen reinzubringen, unser Trainer versucht Ideen reinzubringen, halt der Choreograf macht dann das den Feinschliff. Ja. Also man arbeitet im Prinzip an dem Programm immer weiter und man versucht es immer weiter zu verbessern. Weil wirklich jede Bewegung ist abgesprochen und wenn man halt auch anfängt, dann passiert es auch nicht nur einmal, dass man sich mal auf die Füße tritt oder halt übereinander stolpert. Also unsere Kür dauert 4 Minuten 10 und das geht, also man, das hört sich halt so an, 4 Minuten 10, das ist ja nicht viel. Aber da man wirklich diese ganzen 4 Minuten halt, also viel zu tun hat und man rennt ja eigentlich die ganze Zeit von Element zu Element und daher, es geht halt sehr auf die Kondition, deswegen brauchen wir auch viel Konditionstraining. Und also man spürt deutlich nach der Kür, dass man fertig ist und kaputt. Man kann ja mal versuchen, die 2 Minuten durchzusprinten und dann weiß man ungefähr, was man hier da auf dem Eis hat. Die hat sich entzündet und deswegen konnte ich nicht trainieren, weil es im Schlittschuh halt gedrückt hat. Und jetzt haben wir halt 2 Tage vor dem Wettkampf so ein bisschen angefangen und erst 1 Tag vor dem Wettkampf haben wir richtig angefangen mit Springen und so. Also dafür war es eigentlich ganz okay. Also es tut halt noch weh im Schlittschuh, aber es geht. Naja, beim Wettkampf hat man ja immer so Adrenalin und dann spürt man das nicht so. Wenn man läuft halt nur davor, spürt man dann, da tut was weh im Schlittschuh, aber wenn man läuft, dann vergisst man das. Also unsere Kür war eigentlich ganz okay. Naja, aber es hätte halt besser sein können. Also zum Beispiel... Der natürlich aufs Eis ging, Sturz, den könnte man vermeiden. Und natürlich habe ich meinen Einzelsprung verhauen im Prinzip. Ich habe einen Doppeldreier dran gemacht. Deswegen ist die Sprungsequenz am Anfang etwas schief gelaufen. Das war im Prinzip ein bisschen meine Schuld.
besser geworden. Eigentlich kann man zufrieden sein. Erstmal. Aber es gibt immer was zu verbessern, natürlich. Das war der große Berliner Bär. Von den nächsten Wettkämpfen unserer Eiskunstläufer werden wir euch schon bald hier auf unserem Kanal berichten. Bis dahin, schaut euch doch diese Videos hier mal an. Dann mal bis dann.